Also hast du gar nicht reingesteckt, ne? So, meine lieben Leute, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to... Oh, ich muss mal ganz kurz... Dai, hallo, die Inka ist auch dabei. Wir wollen mal hoffen, dass es jetzt einigermaßen klappt mit dir, mit deinem Mikrofon, ne? Weil wir haben das Gefühl, das Mikrofon von Inka geht Schrott. Deswegen haben wir schon geguckt, ich krieg dasselbe Headset nachher wie ich. Ich benutze ein Turtle Beach PX24, Nach langer Suchen bin ich eigentlich mit diesem Headset eigentlich ganz doll zufrieden. Mir war immer wichtig, dass das Mikrofon immer sehr stark funktioniert. So, da ist die Inka. Wir wollen zur Siedlung. Wir müssen plündern. Plündern, plündern, plündern. Plündern. Und wir wollen natürlich auch jagen, weil wir hoffentlich mal was finden. Warte mal eben. Ich muss mal ganz kurz auf die Karte gucken. Ich muss kacke. Ich bin unser Navigator. So. So. Schneller Wegepunkt, genau, einsetzen und los geht's. Ups, warte mal, wo ist das? Genau, da. Wie macht man das? Wenn ich auf die Karte gehe, dann? Ja, draufklicken. Ich hab und, doch auch schon und dann gehst du zur Siedlung rauf, genau, dann gehst du mit Dreieck drauf. Okay. Und dann gehst du schneller Wegepunkt. Ah, okay. Und dann müsste cool. Ja oben bei dir irgendwo zu sehen sein. Ja, da. Das ist cool. Richtung Süden? Echt? Ja, habe ich gar nicht in Erinnerung gehabt. Ich dachte, es wäre jetzt... Süden wäre Richtung, diese Dingenskirchen. Ich bin auf einmal so langsam. So, die gute Inka hat sich jetzt schon einfallen lassen, wie man was machen kann. Sie hat sich jetzt schon einen Vorschlaghammer gebaut von den heftigen erarbeiteten Eisen, was ich mir selber zusammengecraftet habe. Nee, zusammen gelootet hat. Hat sich einfach einen Hammer gecraftet. Ich habe natürlich nicht mit gelootet. Was hast du gekriegt? Ich habe nicht mit gelootet. Du hast was nicht gekriegt? Ich habe natürlich kein Eisen mit eingesammelt, das war alles nur du. Das ist das eben halt. Genau. Du willst aber nicht ernsthaft sagen, dass du Eisen gesammelt hast. Natürlich. Ja, wie viele hast du denn gesammelt? Ja, irgendwo, wenn wir irgendwo waren, abgebaut. Meine Essensdosen verwertet. Ja. Kannst du jetzt mal bitte aufhören, jetzt hier Bäume zu schlagen? Ja, mach ich nebenbei, weil wegen Stacheln, wegen... Ja, das kannst du irgendwann anderen machen, wenn wir fertig sind mit der Aufnahme. Jetzt müssen wir den Leuten hier echt was bieten, Mann. Ja, und du sammelst Steine. Toll. Ja, wenn ich auf dich warten muss, denkst du, ich will alleine in die Siedlung ankommen da, oder was? Oder werde ich von 20 Zombies gefressen, 5 Hunde, oder apropos Zombies? 309 Pfeile, Alter, geil. Best. Oh, der hat ja gleich gesessen, Alter. Puh. Hast du schon stärkere Pfeile, oder sind das noch die Nein, normalen? das sind noch dieselben. Ich habe noch nicht rausgefunden, wie wir das gemacht haben. Ich glaube, irgendwas mit Halten drücken oder so? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Apropos Pfeile, warte mal. Ah ja, nee. Ah ja, genau, doch. Mit Kreis gedrückt halten und dann suchst du dir die Pfeile aus, die du haben möchtest. Also Stein fehlt mir, okay. Komm, Inka, lass uns laufen. Huch, ich erinnere mich nicht mehr daran, dass es hier stark bergauf ging. War ja nicht so weit weg, die Siedlung, Gott sei Dank. Und es scheint auch eine Größe... Witzigerweise haben wir die beide unabhängig gefunden. Erst ist Tomji reingerannt, weil er dem Reh hinterhergelaufen ist. Wo ein Hirsch. Und dann bin ich da gelandet, weil ich auf dem Weg zum Airdrop war und dann ein Schwein verfolgt habe. Das hat mich auch in diese Stadt gebracht. Alle Wege führen in die Stadt. Also wir sollen da unbedingt hin. Da sind wir schon bei den Laternen. So, jetzt aufgemerkt. Inka. Ja, warte, ich stehe noch hier unten. Ja, natürlich bist du noch da unten, weil du Bäume hackst und so was alles. Nee, ich muss erstmal meine Ausdauer. Deine Ausdauer? Mein Gott, ey, diese Frau. Inka. Hey, kommst du jetzt auch hoch? Oh, ich könnte dir einen Pfeil in den Kopf schießen, ne? So, wir brauchen tatsächlich sehr viel Eisen. Das ist das erstmal. Wir können aber auch die Autos abbauen und bauen und so. Ja. In die Mülltüten gucken. Manchmal findet man da Dosen, die kann man verwerten. Ja, das ist ja klar, dass du dich mit Mülltüten auskennst, Inka. Habe ich das wirklich gerade laut gesagt? Ey, geil, ich habe zum ersten Mal, guck mal, da hinten fliegt der Airdrop. Ja. Ich frage mich, von wo startet der denn mehr? Das hat mich schon mal. Der ist hier vorne direkt irgendwo gelandet, den können wir uns gleich holen. Ja.
Hot Town, Water in the City. Diddle-dip-diddle-diddle-dip-bip-bip. So, Eisen, Zäune und sowas können wir auch auseinanderbauen, ne? Ja. Was ist denn unbedingt? Braucht eine Spitzhacke. Ja. Wie baut man die? Muss der craften, ne? Was dumm. Hast du erstmal nachgeguckt, ob du da was drin hast, in diesem Auto, was du gerade zerlegt hast? Ja. Oder zerlegen möchtest. Hä, was machen die Elsa da? Ich brauch Stein, so eine Kacke. Jetzt habe ich keinen Stein mehr um. Kann man die durch den... Oh. Wo kommen die her, die Zombies? Aha. Diggity ist am Start. Achso, du bist da hinten. Ja, kümmere dich mal um die. Coins sind natürlich auch nicht zu vergessen, zu verschmähen. Ah, jetzt kommt die Lady hier raus, ne? Ich hab ihr ins Herz getroffen. Ich glaube, sie ist verliebt jetzt. Oh. Atmet mit dem Kopf. Aber sie kann doch stöhnen, während sie den Kopf abhat. Also atmen müssen Zombies, warum auch immer. Und können das auch ohne Kopf. Und so. Pappkarton. Es rappelt im Pappkarton. Tong, 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 tong. Okay. Guck mal hier, ich habe einen leckeren Wildbret-Eintopf gefunden und Maiskolben. Das sagt man nicht nein zu, ne? Was? Ja, hier findet man auch manchmal gut was zu essen halt. Ich habe auch gerade noch zwei Dosenfutter-Dinger gefunden. Benzin brauchen wir noch nicht, oder? Braunes Hemd. Nein, nein, deswegen nehme ich das auch noch gar nicht mit, Benzin. Ja, das wäre natürlich sinnvoll, wenn wir so eine Axt hätten, ne? So verwerten und verwerten. Oh, hat 22 Eisen, immerhin. Jetzt mal so nachgucken, was sich hier alles befindet. Kann man Rest nachher schön... Ups, ja. Zerschroten. Ja. Klasse. Das ist Eisen? Ne, das ist Stein, ne? Eine Steinsäule. Ach, ich bin so ein Diner hier drin. Da ist hier so ein Diner dran. Da geht's scheiß aus. Hier könnte ich die für zu Hause mitnehmen? Ja. Das Haus ein bisschen wohnlicher machen, ne? Schön mit Topfpflanzen so. Old Beer. Das C ist durchgestrichen. Soll ich den noch... Old Bier. Ja, okay. Ich hab tatsächlich auch Bier gefunden. Das ist natürlich ziemlich gut. Ja, Bier war doch mal cool. Das haben wir uns mal geteilt, ne? Ja. Schade, dass man nicht so schwankig wird oder so, ne? Wenn man, wenn man Bier trinkt oder so, dass man so besoffen wird oder so, verstehst du? Ja. Über GTA oder so. Ich vermisse die Zeit noch mit einem Erdbohrer durch die Türen zu raddern, Alter. Und fertig. Ja. Ach, ich habe den Manager gefunden. Den Manager. Der ist da ein bisschen verrottet.
Hallo. Der Mann, wie geht's denn so? Leiche neu. Naja, neu. Pilzsamen, naja. Mehr oder nicht zu bieten. Was habe ich hier? Papier ist auch wichtig. Bauplan. Papier brauchen wir auch noch. Wir können nämlich jetzt eine Donnerbüchse herstellen. So, was haben wir hier? Bauplan der. Irgendwas mit Beinschiene. Lesen. Lederbeinschienen. Vielleicht sollten wir auch mal wirklich mal drauf achten. Ups, ja nicht. Ich glaube, mal gucken, ob es überhaupt lohnt, Möbel oder Inneneinrichtung zu setzen. Nein, das lohnt sich nicht. Das lohnt sich nie. Das lohnt sich nie. Vandalismus lohnt sich nicht. Ah gut, wenn es um Geld geht, dann haben wir diese Coins. Ich mal kurz einen Stein, damit ich meine Axt nochmal reparieren kann. Oh, gab es noch irgendwas? Da oben ist noch eine fucking Kiste. Wie komme ich da denn ran? Fällt die runter und geht kaputt, das wäre schlecht. Nein! Ach, hey Jemine! Ist hier schon kommen, wenn einige Leute sehen, die kriegen erstmal fett Lachflash. Ach so, was habe ich denn? Ah, nee, du hast was, du bist am Verhungern und am Verdursten. Okay, da geht's raus. So, hier haben wir nochmal. Water. Und Medizin. Ja, dann suchen wir uns mal das nächste, ne? Was? Dann suchen wir uns gleich das nächste Gebäude. Ja, warte mal, ich muss mal ganz kurz nochmal ins Managerbüro. Ich hab da, glaube ich, was vergessen. Scheißhaus, muss ich da nochmal rein? Ja. Dachte, ich hätte da oben noch Schränke gesehen, genau. Da ist noch ein Safe drin, ne? Ah, da ist eine Dose, warte mal. Dosen sind immer mitzunehmen. Und denn daraus kann man sich Eisen verwerten lassen. Babs, vom Offerzi aus einer fucking Dose, ey. Unglaublich. So, wie viel haben wir denn? 2500. Da fällt mir die Lust dazu, das Ding aufzuknacken gerade. Aber das Gute daran, es bleibt liegen. Es verschwindet nicht einfach irgendwo so. So. So, ich bin raus und, warte mal. Hast du den hier schon soweit? Ja. Hattest du in den Autos nachgeguckt? Ja. Da sind noch Zombie, oh oh, Zombie, yo yo. Ich bin der alte Zombie-Mann, ich krüppe. Alter, was ist denn das? Guck dir mal dieses Haus an, Alter. Das wäre doch mal, das wäre doch mal eine Base gewesen, ey. Eine zweitbeste Haus. Oh, ein Reh. Kümmere dich um Reh, ich kümmere mich um Zombie-Junge. Zombie-Junge, dies ist nicht dein Planet. Das ist nicht dein Bestimmungsort. Du warst es, der hier bläht. Hab ich auch ein bisschen clever gemacht. Inka weggeschickt und mir das Essen eingesammelt. Ich weiß gar nicht, ob ich drauf gekommen bin. Alter, das ist die Villa. Oh, bitte sag nicht, dass es ein Baby ist. Hätte ich mal gesagt, ein Mädchen. Hier ein Mädchen wäre grausam. Gucken, ob ich das bekomme. Es raschelt mir hier zu sehr und es trabbelt mir zu sehr. Guck mal, hier hinten kommen wir wieder in die Wüste dann. Ja. Oh nein, da ist ein Kackzombie. Ja, ja, du geh doch an ihn vorbei. Ja. Wow, war das bei dir? Ja, ja, es war bei mir. Das ist total schlecht gemacht, ne? Aber das ist sowas, wie willst du es anders machen? Ich will mein Reh jetzt haben. Nachtigall, ich höre dir trapsen. Warte mal, steh jetzt, du Kack. Guck dir mal das wunderschöne Rotholz an, ey. Das müssen wir wegnehmen, als Laminat. Ringtop, ne? Das sieht ein bisschen gay aus, wenn ich das tragen würde. Huch, Alter. Wie lang man so ein Tier hinterher rennt, ne? Ja. Das
Ich habe schon zweimal getroffen und sollte eigentlich auch mal umkippen, vielleicht. Wow! Das war bei mir. Das war bei dir? Oder? Ja, Gott sei Dank. Voll ins Ohr geschrien, Alter. Ich bin so deep mit Inka verbunden, ich weiß immer, wenn dir was Schlimmes passieren könnte. Oh, da war ein Hase. Guck mal, da. Nee. Ach nee, das sind nur diese Bögen, diese Sandbögen. Wo es mal drauf gestritten hatten auf der Let's Play-Aufnahme. Und dann damit eingebrochen sind. Oh, wie lang. Ich hatte schon dreimal getroffen, das Viech, ne? Hui, hui, hui. Das ist aber nicht eine umliegende große Siedlung jetzt. Da steht nur ein Haus und ein Drive-In oder so, ne? Das ist jetzt nicht so gigantisch, wie ich mir das so vorgestellt habe. Ich bin auch ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht. Enttäuscht. Ich habe gepfiffen gerade. Kann ich nicht nochmal machen. Was machen, weil ich denke das irgendwie nicht, ne? Enttäuscht. Ah, Wasser habe ich jede Menge gefunden halt, ne? Noch mehr Wasser. Und Bier, naja, so groß enttäuscht kann man nicht gewesen sein. Ganz im Ernst, in der Apokalypse schon jahrelang kein Bier mehr getrunken, du findest Bier, Alter. Hast du ihn erwischt jetzt? Ja. Nitrat, na, das sammeln wir später. Brauchen wir jetzt. Oder für Nitrat? Nee, ne? Leere Gläser. So. Aha. Da, wo bist du? Das ist bei mir. Da. Scheint auch eine kleine Horde zu sein, die sich hier. Achso. Boah, ich bin so ein Stachel da gelaufen. Ich finde es so unnötig, solche Pappkartons und großen Dinge aufzustellen, wenn man sich Hoffnung macht und da ist dann doch nichts drin, weißt du? Ja. Arschbombe! Oh, das hat sich ja an dem Sinne gelohnt. Wieder Munition für die Blutnacht. Boah, du hast aber echt Partyspaß, ne? Hast du denn dein C, dein Reh denn schon komplett ausgeschlachtet? Zombie! Der sieht ein bisschen aus wie ich. Wow, der hat sich noch einer versteckt, kannst du mal sehen. Oder er hat sich geteilt. Oder fortgepflanzt. Oder wie nennt man sowas heutzutage? Sex. Achso. Yee. Das Brot kannst du behalten. Bestimmt kann man daraus auch irgendwas Cooles machen oder so. Wasser, 6-mal gleich. Yay, das hat sich ja fett gelohnt. Na gut, er ist in der Wüste, ne? So. Komm ich mal wieder in deine Richtung gelaufen. Guck mal, wie weit ich weggelaufen bin von euch. Nur für einen. Holy fucking shit! Nein, so Kackräder. Also nein, nicht Kacke, das ist sehr wertvoll gewesen, aber weiter geht. Oh, tauch rechts hatte ich da auf, ne? Ja, ich hab doch mein Sauerstoffgehalt, sehe ich doch hier. Hab ich doch im Auge. Ist es bei dir gewesen? Guck dich mal, ja, okay. Mein O2. Oh, das wird gleich bald dunkel, ne? Ja, ich Kacke. Mal zu schnell zu dir kommen. Ja, solltest du. Dann können wir hier wenigstens ein bisschen verharren. 22 Uhr ist es, oder? Ja. Ich hab mich keine Lust hier zu stellen. Also, Attacke! Attackes! Sonst kriegen wir hier die schnellen Zombies ab. Oh.
Und die Geräusche, ja, die man macht, ne? Deshalb müssen wir uns unbedingt gleich ein kleines Versteck suchen. Mir ist irgendwie kalt, 23 Grad. Aber ich habe hier gute Hoffnung, dass hier was Tolles drin ist. Deswegen kümmere ich mich hier gerade um diesen Tresor unter Wasser. Tresor unter Wasser. Tralalalala. Tresor in der Wanne. Chabadi and Chabada. Da muss doch was Wichtiges drin sein. Wer tut ein Tresor im Pool? Pistolenteile. Ja, natürlich, es kann wichtig sein, wenn man sich damit welche auseinandersetzt. Aber Pistolenteile, ernsthaft? Scheiße. Ach, guck mal, ich guck nur mit dem Kopf aus dem Wasser, schon werd mir wieder wärmer. Oh, das ist aber nett. Ist dieser stärker als die du vorhast, oder was? Nö, aber den kann ich jetzt ja erstmal mit verwenden. Was? So. Was? So. Dafür hat es mir momentan. Gibt's hier einen Dachboden, eine Garage oder so aus der Richtung? Oh, mein Freund! Wo bist du denn da drin? Klappert Schlange gerade. Schießt nicht in die Eier. Egal wie böse ein Zombie, ne? Egal wie böse ein Zombie auch ist, man schießt sie nicht in die Munition. Ich glaube, die brauchen nicht mehr. Die brauchen den nicht mehr? Die brauchen nicht mehr, ne? Oh, was für ein trauriges Dasein, ne? Das ist doch so ein fettes Ding. Oh, guck mal, ich hab das wirklich mal ein anderes Bild. Ach, ist das schön. Kunstgalerie. Aber eh nichts anderes finden, gerade kann ich natürlich unsere Wohnung ein bisschen aufhübschen. Aua. Aua. Ja. Schatztruhe. Wow, Blei brauchen wir natürlich für Munition später mal. Nein, eigentlich jetzt, aber wir können auch keine Munition herstellen, glaube ich. Deshalb willst du nicht mitnehmen, glaube ich. Ach, was ist. Tun alles unter Bunker nachher bei uns. Mal ganz kurz mal Wildbret. Mein Wilfried. Oh, das ist so lecker. Deine Seele und dein Dings gerät bei. Was? Hast du noch einen? Darf ich auch einen haben? Nee, habe ich aufgegessen tatsächlich. Zwei jetzt, Stück? Ja. Boah. Aber dadurch bin ich gelevelt, Alter. Ich hab mit dir geteilt, weißt du? Ja, du willst ja jagen. Du machst ja gerade Wildfred. Gerade das Wildbret haben wir uns auch immer geteilt. Ja, das hat mir direkt zweimal gepimpt, Alter. Wie geil. Wildbret? Haben wir es geteilt? Ja, immer, weil es so selten zu finden ist. Quatsch. Du sprichst wie der Werwar. Ja, aber ich rieche damit ja, ne? Das musst du ja auch verstehen. Die Zombies denken. Schwein oder wie? Was ist besser? Schwein ja. Ist langsamer, ne? Weiß ich nicht. Schießt du irgendwas kaputt? Wir brauchen was zu essen. Jede Menge. Ja, bleibt hängen, das ist gut. Was ist eine Atombombe? Schieß es ab. Schieß. Und treffen, Digga. Treffen ist ein sinnvoller. Oh Gott, Zombie! Bei dir! Ja, und die, oh, die zeigt gleich. Was? Ja, ja, du bist gleich am Arsch. Ich muss jetzt töten. Oh, spannend, ich kann gar nicht. Inka! Sie ist gleich Zombie-Futter, ja. Die Inka hier und Inka da. Inka wird gleich schnell gegessen. Dann muss ich sie wohl für immer vergessen. Das war die Inka, die kleine süße Stinker. Sie wurde vom Zombie gefressen. Ich muss sie jetzt vergessen. Alter, Inka, mach das Viech jetzt platt. Du hast echt keine Zeit mehr, würde ich dir mal sagen. Also ich persönlich wäre schon nervös.
Jetzt habe ich hier natürlich ein geileres Jagdgewehr gefunden, als wir schon zu Hause haben. Das ist natürlich echt sexy. Und der Rest verwerte ich alles. So. Oh, das ist aber echt dunkel hier schon. So, ich laufe zu dir. Ich würde dir helfen, aber ich habe Angst draußen. Ich komme zu dir ganz schnell. Das ist ein guter Plan. Ich finde, ich persönlich finde den stark. Beeil dich, ich bin ja an dieser Villa drin. Ich habe da auch ein Loch im Fenster gemacht, da solltest du schnell reinflitzen. Sag mir wo. Da, wo der grüne Pfeil ist. Oh, achso, warte mal. Scheiße, und da vorne ist direkt ein Zombie. Oh Mann, ich komm, wo geht's denn noch nicht runter? Oh, Inka, du bist im Arsch. Du wirst im Arsch. Wo ist denn jetzt die Fenster noch runter? Da hab ich noch ein Schwein, Alter, was ist denn jetzt los gerade? Ja, jetzt erstmal für dich gar nichts mehr, sonst bist du... Du bist gleich Toast gerade, das ist das Einzige. Psst. Hier, das, die Auffahrt, da beim Wasserturm. Ich bin gejagt. Und ich bin extrem, ich habe keine Ausdauer mehr. Oh, wer die schießt, schießt, schießt! Pfeil und Bogen! Schieß ihn kalt! Schieß! Schieß! Mann, du vielleicht mal treffen, Kind! So, jetzt abhauen. Da, wo der Pfeil ist, der grüne Pfeil ist wichtig. Ja, das weiß ich doch. Dann geht's zu dem grünen Pfeil, der ist rechts! Dann nicht links! Das ist links! Diese Frauen, die hier Orientierungsprobleme. Da, genau. Versuch doch mal über die Mauer zu springen. Da hinten bin ich. Oh, oh. Mauer? Ja, was soll man sonst? Rüberkommen, Honky. Ja, irgendwie musst du hier rüber. Das ist die bist Villa. Wo bist du denn reingegangen? Da sind irgendwo Fenster. Musst du mal reingehen. Nicht da. Mir kriegt das doch mit, dass ich da gesagt habe. Links. Genau, da ist irgendwo Fenster frei. Da, nee, auch nicht. Oh ja, danke. Ja, da bitte sehr. Ich habe den Fenster aufgemacht. Da, genau, da rein. Hopp. Danke. Oh, dass sie das überlebt hat, ich kann es nicht glauben. Ja. So. Hey, Plünderer! Raus hier! Du siehst aus wie ein Verbrecher, Alter. Highwayman oder so. Du musst jetzt nicht. Wir sind. Hallo Inka, ganz im Ernst. Die Frau ist aber so hart einfach. Ja. Weil wir sind jetzt hier mitten in der Aufnahme und die guckt jetzt gemütlich bei Facebook. Plündern oder so, ne? Keine Option. Facebook, viel wichtiger. Alter, das kann ich ja. Das ist nicht jetzt. Das ist nicht ernst. Das erzähle ich unseren Lehrer morgen. Wir die Let's Play-Aufnahme machen, du bist. Selbst dann guckst du. Was ist das denn? Was ist das denn? Hä? Was ist das? Was ist das hier? Ah. Versteck. Oh, da liegt ein Toter. Hallo Toter, du Fremd oder Freund? Du Fremd oder Freund, ist auch nicht schlecht. Achso, ich wollte hier was verwerten auch, ne? Genau, so ist der Plan. Ich weiß, ne, man kann sich daraus bessere Sachen bauen, aber momentan... Wir werden noch andere Dinge finden. Deswegen ist es jetzt gerade aktuell nicht so schlimm, wenn ich jetzt hier einfach mal Gegenstände verwerte. Inka, geh nicht nah ans Fenster draußen und laufen Zombies rum. So. Ich habe mir auch mehr darunter erhofft. Cowboyhut. Oh Gott, ich sehe nichts. Ah, das ist noch ein Arsch. Ey, hier ist jemand drinne. Oder draußen zumindest. Voll logisch. Warte mal. Ja, mach mal den. Gott, Inka. So. Guck mal, ich habe ja Kabelstiefel, wie das hier. Ah, ne, geht ja gar nicht, ne? Weil ich einen scheiß Pullover anhab. Aber dann zieh ich den Pullover mal aus. Ah, guck mal, da will ja, die versuchen rein. Durchzukommen, da will jemand reinkommen. Denk dran, die sind schnell, die Jungs, ne? Ja. Oh, ich hab keine. Ich hab keine Pfeile. Hast du keine Pfeile mehr? Kein nix? Nein. Kannst du ein paar Pfeile abgeben?
bitte? Nein, kann ich jetzt nicht. Ich will. Ja, na, bevor die reinkommen, bitte. Wann, oh, wie soll ich den Pfeil denn teilen? Wie teilt man das? Du kannst mir einfach welche nehmen. Gib mir noch die 37 Pfeile da, die du da. Das ist ein Eisen, hast. Das sind Stahlpfeile, ne? Dann da oben 37, du hast doch noch andere 37 Pfeile. Hier. Nimm. Und nimm. Diese Frau, ne? Gib mal her, gib mal her. Toll, dass du es gesammelt hast. Gib mal her. Ich will mal ganz kurz 2, 3, 4 mal so neue Dinge hier bauen. Wenn die durchbrechen, dann kann ich hier wenigstens nochmal schnell Schiko machen. Ah, da hinten kommt jemand, pass auf. Voll den Headshot verpasst. Das war natürlich sehr nice. Und dann ist auch Ruhe, ne? Pass auf, für die Nacht mache ich mal ganz kurz was davor. Warte. Da können wir irgendwo anders durchbrechen. Ist ein bisschen zu blöd, das zu schnallen. Warte mal eben. Brr, brr, brr. Wo ist das jetzt hier? Da. So. Und dann mal schnell die Tür. Ja. Dann nutze ich mal die Zeit und schlürf meinen Kaffee. Mach das ruhig. Tür hat keinen weiteren Angriff mehr stand. Deshalb halte ich es einfach für klug, ja, mal was vorzustellen, wenn wir hier die Nacht verbringen müssen. Babs. Was sagt denn die Uhrzeit? Ach, noch nicht. Ich denke aber, hier wird nichts mehr. Ist, diese Siedlung besteht echt nur jetzt aus dieses Haus und das Diner da hinten, oder was? Inka? Weißt du, wie sieht fast so aus, ne? Ich dachte, draußen turnt auch irgendwie zu mir rum. Schön die Blumentöpfe mitnehmen, das ist schöne Deko für zu Hause. Nee, das geht hier auch hoch, guck mal. Was? Ja, links, das könnte nur eine Straße sein, oder? Ich weiß nicht. Das ist hier noch weiter hoch. Warte, ich will einen Schluck Kaffee mal trinken. Die Wüste ist ganz schön groß, ne? Ja. Und da wirklich eingeschlossen mit. Ja. Warum, warum kann ich mir jetzt. Was wird mir zu Stein? Ach du meine Güte. Kann ich die wenigstens reparieren hier? Ja. Dann nutzen wir mal die Zeit und die Gelegenheit, einfach mal zu plündern. Nächsten Morgen können wir den Airdrop mal versuchen und einmal kurz die Straße ablaufen gleich, ne? Ja. Aber es war ja knapp mit dir eben gerade, meine Güte, du. Sollen wir das denn beenden erstmal? Kommen wir gleich, ja, Augenblick. Also, ja, das war die Plündergeschichte, die eigentlich gar nicht mal so uninteressant gewesen sein dürfte. Nur leider nicht, ja, nur leider nicht ausreichend oder so, ne? Ja. Ah, da kommt ein Zombie. Pass mal auf, dass der nicht uns, dass er ihn nicht durchbricht, Inka. Oh, ein Zombie ist gut, das könnte eine kleine Horde sein, ne? Ja, und ist die Frage, von wo die gerade kommen. So, ich habe Eisen genommen. Warte mal, dann gehen wir mal ganz kurz auf dem Dach hier auf dem eine Etage höher. Wo ist denn der Aufgang hier? Das ist nicht der. Hallo, ich bin hier, friss mich. Da hinten. Ja, ich hab gesehen, da hier vorne, wo ich gerade ist, eine Horde, ja. Ein paar mehr Zombies. Wir sollten sich hier nicht durchbrechen, dann sind wir am Arsch. Gib mir keinen Grund, da durchzubrechen. Komm einmal mal hier hoch. Komm rein. Vielleicht können wir von hier oben auch schon mal welche. Mach dich doch nicht aufmerksam auf die, also. Naja. Ja, die sind ja eh schon da.
Die wissen, dass wir hier sind irgendwie, ne? Ja. Ja. Gut, wenn die hochkommen, könnten wir... Oh Gott! Lass uns schießen. Die haben uns sowieso schon begriffen, dass wir da sind. Aha, die ist drinne, die Tante ist drinne. Die kriegt hier gerade durch, ja. Die kriegt aber rein, das müsste nur eine sein. Da müsst ihr aufpassen, wenn ihr hier hochkommt, ne? Ja. In der Tür. Scheint aber noch mehr rum zu. Ach, da hinten am Holz, ne? Ja. Wow, was für eine Horde, Alter. Das ist schon blutnachtmäßig, Alter. Ich muss euch unbedingt Steine sammeln. Ich habe absolut keine Pfeile mehr. Baby, ich kümmere mich um alles. So, ich habe keine Pfeile mehr. Vier Tubabu machen ja noch diese. Oh, die eine ist hier drinne. Krasser Shit, Mann. Geh mal weg da. Die ist genau hinter dir, ist das Loch. Ja, scheiße. Warte mal, wo ist denn das? Wo? Weißt du, was mich immer ankotzt beim Spiel? Dass diese Sachen, die man wirklich braucht, dass sie sich nie irgendwie da auf einer Stelle sind, wo man die irgendwie gerade wirklich. Weißt du? Das ist anstrengend, ohne Ende. Warte mal, wir machen mal schnell Blockhüttenholz. So, dann ist ziemlich schnell gehen. Hat dich doll wehgetan jetzt? Also. Ja, es geht, aber ich hab gedacht, so besser ist, weil. Hä? Ah, okay, warte mal, das ist wahrscheinlich eine dicke Mauer. Da wussten die, wo die suchen mussten, wa? Was? Da wussten die, wo die suchen mussten, wa? Ja, das war echt schon ordentlich, ne? Geil, irgendwie, hat geschockt. Aber wir müssen da unten nachher mal die Leichen einsammeln. Vielleicht haben die mal ein paar ja, Sachen weggeworfen. So. Das Ding ist ja auch nur hauptsächlich, dass die nachts halt so schnell sind. Das macht es halt so gefährlich. Ja. Aha. Aber allein wie sie sich hier hochgegraben haben, ne? Ja. Ja, die kam ja bestimmt die Treppe rauf. Das war's, alle Zombies weg. Puh.
Und ein neuer Tag geht über Chaos City auf. Na, Chaos City. Naja, es ist ja jemand. Irgendwie war es cool. Was? Irgendwie war es auch cool. Das hat voll geschockt. Hätte ich nicht gedacht, dass es so gut wird. Aber wie du gesagt hast, es geht hier Steine tatsächlich sammeln. Weiter. Es kann hier tatsächlich noch weitergehen. Was? Ich muss unbedingt Steine sammeln, weil ich habe absolut keine Pfeile mehr. Ja, müssen wir Pfeile sammeln gleich. Und den Airdrop wollten wir vielleicht holen, ne? Ja. Einmal durch die Wand gegraben, ich werde hier nicht versagen. Schaufel, Jungs, schuppidubidu. Okay. Wie spät? Aber das Einsammeln können wir gleich noch zeigen. Komm, ist ja gleich, Chico. Ja. Ich muss sagen, es waren ganz schön viele Zombies, Alter. Puh. Ja. War da noch einer? Ja, die haben sich hier. Wie haben sich denn hier reingegraben? Ja, hier. Hier sind sie durch. Ja, wo bist denn du? Jetzt können wir die mal mitnehmen. Boah, Alter, was für ein Freeze. Wo bist du hin? Ja, wo bist du denn jetzt raus? Wo bist du jetzt raus, ja? Da draußen ist doch so ein Dings hier. Da, und genau unter uns doch gerade gewesen. Ja, egal, du gehst jetzt mal in den Pool. Aber es sind ziemlich viele kaputt gegangen durch das Erschießen, ne? Was wir so gemacht haben. Ja, es sind zu viele kaputt gegangen, so. Okay, da ist nichts bei wirklich bei rumgesprungen. Schade eigentlich. Ja, gut dann. Achso, da oben ist noch was, warte. Liebe es ja, wenn die Zombies genauso sterben. So, jetzt wollen wir mal ganz kurz orientieren. Da gucke ich in die Richtung. Das heißt, ich müsste weiter nach rechts gucken und dann müsste ich in die richtige Richtung gehen. Wir zum. Noch den Airdrop. Ja, können wir gleich. Ich will mal ganz kurz gucken, inwiefern die Siedlung jetzt beendet ist. Das ist, interessiert mich ja schon so ein kleines bisschen. Ja, ich müsste mal kurz Steine sammeln. Ach, da bist du. Wir sind ja schon draußen hier. Wie will ich 2 Meter? Genau, hast du die Autos schon alle gecheckt, ja, ne? Ja, ein paar, ja, aber ich muss mir erstmal Steine sammeln kurz. Ist auch mal geil. Ach, hier geht die Straße weiter, genau. Ist das eine. Warte mal. Gut, wir sind auf jeden Fall außer Gefahr schon mal. Genau, das ist. Was, da gibt's. Ja, das ist nur echt eine Siedlung mit einem Haus und einem Diner und einem Wasserturm. Ja. Weißt du noch, wie du damals vom Wasserturm erschlagen worden bist, weil du für den Wasserturm. Ja. So, meine lieben Leute, das war's wieder für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Es war ja eine kleine, das war eine kleine Blutnacht irgendwie, ne? Irgendwie hat das schon was. Ja, hat echt Spaß gemacht. Dass eine Horde jetzt ankam. Ja, und dennoch so schnell und dennoch nachts. Wahrscheinlich hast du sie angelockt. Ich würde das mal so. Geil hier, warte, ich habe ein Buch lesen. Warte mal. Ich? Also, nee, weil ich weggelaufen bin, meinst du? Ja, weil du da rumgerast bist hier. Rezept freigeschaltet: Jagdmesser. Hier. Es fängt an zu schneiden. Nein, es gibt natürlich wieder Kackwetter. Du bist nass, ja. Natürlich bin ich das. Habe ich denn noch meinen. Achso, weil ich meinen Cowboy-Hut anhabe. Ja, so ist das eben halt. Ja, ne? Also, dann sehen wir, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Bis dahin. Freunde. Ciao, ihr Freunde. Ciao, ihr Freunde. Ciao, ihr Freunde. Ist auch gut.